Hallo, hallo, Ben Whalen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und heute reden wir mal über die Ernährung, beziehungsweise meine Ernährung, weil jemand von euch hat mich gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen kann bezüglich meiner Ernährung und den Supplements. Und dann machen wir das jetzt so, dass heute wir mal über meine normale Ernährung sprechen, sprich in der Off-Season, und dann das nächste Mal sprechen wir einfach mal über die Wettkampfvorbereitung, ja? Weil dann sind die Supplementations ein bisschen anders. Und wenn ich sage Supplements oder Supplementations, dann meine ich auch die wirklichen Supplements, ja? Nicht die anabolischen Steroide, da reden wir dann beim nächsten Mal drüber, bezüglich der Wettkampfvorbereitung, okay? So, also fangen wir direkt mal an. Morgens, wenn ich aufstehe, mein Frühstück ist normalerweise so 3 Cups Oatmeal, also Haferflocken, und dann 1 Cup von Cereals, und das ist meistens die Cheerios, 1 Cup of Cheerios. Dann habe ich auch so andere Cereals, die heißen Sport und Fitness oder so. Dann habe ich noch mal einen Cup von denen. Und das ist dann schon eine richtig schöne, ne, fette, dicke Schüssel. Und dann mache ich mir da so ein paar gefrorene Blueberries, also ne, Blaubeeren da drauf. Und dann mache ich das Ganze, mixe ich das mit 0% Milch, ne, oder 0,1 oder bei uns ist die 0,0, ne? Also Milch ohne Fett, ne? So, ja. So, und dann, das ist mein erstes Frühstück. Dann gehe ich ja normalerweise ins Studio. Im Studio esse ich dann, bevor ich anfange, also das ist dann so 1,5 Stunden nach meinem Frühstück, esse ich nochmal eine ganze Banane, weil ich muss immer irgendwie was im Magen haben, wenn ich trainiere, ne? Sonst kann ich das überhaupt nicht. So, dann fange ich an zu trainieren, und normalerweise trainierst du zwischen 2 und 3 Stunden, so, das heißt, zwischendurch habe ich dann nochmal eine Banane, ne? Und dann natürlich, nachdem, wenn das Training fertig ist, dann habe ich meinen Eiweißshake, ne? So ganz normal, 50 Gramm normalerweise Eiweiß. Ich nehme keine Pre-Workout, was ich tue, ich trinke einen Kaffee, also es ist viel besser für mich. Und ich habe auch herausgefunden, dass der Pre-Workout, ich hatte mal zweimal getestet, 2 verschiedene. Die sind mir total auf meine Prostata geschlagen, ne? Also weil ich ja so BPI habe, also Benign Prostate Enlargement, das heißt, meine Prostata ist vergrößert, aber ohne Krebs, ne? Also ohne Cancer. Und dann, wenn ich so einen Pre-Workout-Drink nehme, ne, dann haut mir das voll auf die Prostata, ne? Dann spüre ich das richtig, also ne? Nicht gut. Aber Kaffee gar nicht so. Kaffee ist gut, den nehme ich dann als mein Pre-Workout, ne? So richtig so, ne? Volle Power, damit ich die gute Power habe. Und dann natürlich ein paar BCAAs rein, so mitten im Training. Und dann, wie gesagt, nach dem Training den Proteinshake, so zumindest 50 Gramm mit ein bisschen Glutamin. Kreatin nehme ich nicht in der Off-Season. Der Grund für mich ist, dass ich nicht so schwer sein will, weil Kreatin bringt mir schon einiges, ne? Also ist besser als, als mancher Stoff, ne? Als mancher Anaboliker für mich, ne? Kreatin haut richtig rein. Aber ich will nicht so schwer sein in der Off-Season, ne? Also es fällt mir, besonders wenn du älter bist, ne? Will es halt nicht so schwer sein. Naja, so, das nehme ich mir dann für meine Vorbereitung auf, wenn ich dann so schon länger auf Diät bin, ne? Und dann psch, Kreatin rein und dann, psch, ne? Gut. So, weiter geht's. Dann innerhalb von 45 Minuten komme ich nach Hause, esse ich normalerweise eine richtig große Portion Reis, dann mit Hühnchenbrust normalerweise, manchmal Thunfisch, aber meistens auch Hühnchenbrust dabei, ne? Oder auch schon mal ein paar Nudeln mit dann der Hühnchenbrust. Und dann, 2 Stunden später, habe ich dann nochmal einen Proteinshake, ne? Also wieder 50 Gramm Eiweiß. Da mache ich mir da so ein paar gefrorene Blueberries rein, so ein bisschen Eis, ne?
in den Mixer rein. Ne? Und dann ist das wie Eiscreme. Ne? Oh, ist richtig geil. Aber du musst natürlich einen richtig gut schmeckenden Proteindrink haben. Ne? Ich habe hier den Walnuss. Oh, der ist so geil. Also wenn ihr Walnuss bekommen könnt, ne? Oh. Und dann mit dem, oh, das schmeckt also unglaublich gut, ne? Also wie Eis. So, und dann vielleicht nochmal eine Stunde später habe ich so einen Apfel. Nochmal eine Stunde später habe ich dann nochmal wahrscheinlich Reis. Dann keine Nudeln mehr, habe ich also Reis. Ja, Reis immer. Und dann vielleicht mit Egg Whites. Also entweder sind sie schon gekocht, ne, aber ohne das Eigelb natürlich. Dann habe ich dann so 10 oder Thunfisch oder wieder Hühnchenbrust. Manchmal habe ich auch einen Vollkorntoast, ne, so mit Putenbrust und Salat und Tomaten und Gurken und ne, also meine Frau macht das ganz klasse, ne, mache ich dann auch schon mal so als Alternative. Dann drauf, wechsel da so ein bisschen ab und dann meine nächste Mahlzeit, so um 8 Uhr abends in der Regel, ist dann 12 Egg Whites mit 2 Yolks, also 2 Eigelb, ne? Also 10 nur das Eiweiß von den Eiern und dann 2 richtige volle Eier. Das ist dann normalerweise meine Mahlzeit um 8 Uhr abends. Und dann um 10 Uhr abends, also direkt bevor ich ins Bett gehe, dann nochmal ne, 50 Gramm Eiweiß in den Mixer rein, ne, und dann trinken und dann gehe ich dann schön schlafen. Ne? Also so, das ist in der Regel so meine Off-Season-Diät. Montags bis freitags, samstags in der Off-Season, also esse ich so etwa genau so bis 6 Uhr abends und dann die letzte Mahlzeit, dann macht meine Frau immer schon mal so einen ne, Käsekuchen, ne? Ah, aber die macht den richtig geil, also ohne Fett und so, mit viel Eiweiß und so fettfreien Käse und all diese Sachen. Und dann backt die so einen richtig schönen geilen Käsekuchen und dann esse ich schon mal so einen halben Käsekuchen am Samstagabend, ne? Oh. So, und dann am Sonntagmorgen, dann macht meine Frau so Krebs, ne, also so, ne, wisst ihr ja, Krebs. Und dann mache ich, wenn sie den Krebs, die sind ja ganz dünn, dann mache ich dann so ein bisschen zuckerfreie Marmelade rein, Blueberries, fettfreie Sahne, dann klappe ich das um und dann kommt noch ein schönes Sirup drüber, ne, oh. Und das schmeckt so geil. Und dann esse ich dann meistens so 4 oder 5 von den Dingern. Ne? Dann bin ich aber richtig pickepacke, pucke voll. Und dann den Rest des Tages am Sonntag esse ich hohe Kohlenhydrate. Meistens esse ich den ganzen Tag Nudeln. Ne? So ganz einfach Nudeln mit Ketchup oder irgendwas. Und dann esse ich dann gegen Abend schon mal so richtige Eiscreme. Ne? Also richtiges Eis. So Magnum-Eis, so 2 oder 3. Ne? Dann habe ich natürlich auch noch die Hälfte von dem Käsekuchen, die esse ich dann auch noch irgendwann mal an dem Sonntag. Ne? Und ja, also wie gesagt, ich mache so meine Cheat Meals so Samstagnacht und dann halt am Sonntag, ne, mit nochmal den halben Käsekuchen und 2, 3 Eiscreme. Ne? Und ja, so, das ist es im Prinzip, so wie ich es das ganze Jahr so mache. Dann die Supplements, die ich nehme, also morgens nehme ich 500 Milligramm Vitamin C, 400 IUs, internationale Units, Vitamin E, dann nehme ich 1000 IU Vitamin D, aber wir haben ja hier viel Sonne, also kriegen wir auch schon viel Vitamin D durch die Haut. Dann nehme ich was für meine Prostata, Sal Pomelo, ist richtig gut. Dann nehme ich noch, lass mich nicht lügen, ja, 5 Milligramm Cialis, ne? Auch für meine Prostata, ja,
ja deine Prostata, ne? Ja, man kann besser poppen, ist schon klar, ne? Aber ich nehme es hauptsächlich für meine Prostata, dass der Stream, wie man so schön sagt, der Strahl, ne, auch stark bleibt, ja? So, das hilft also immens, falls ihr irgendwelche Prostata-Probleme habt. Plus das Saponette und dann noch etwas anderes, das sage ich euch gleich. Dann habe ich jetzt gerade angefangen mit Bergamott. Das soll richtig gut sein, um das Cholesterol hochzubringen. Das heißt, das HDL, das gute Cholesterol, hochzubringen. Ne? Wir haben ja das gute, der HDL, und das böse, das LDL-Cholesterol. Und also dieses Bergamott soll das hochbringen. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit gemacht. Werde euch in der Zukunft mal sagen, wie das so funktioniert hat. Des Weiteren habe ich auch gerade angefangen mit einigen Peptides. BPC 157 soll super sein für Verletzungen. Ne? Ich habe ja besonders Probleme in meinen Schultern und in meiner Bizepssehne, jetzt auch noch gerade mal nach diesem tollen Hundekampf, ne? Und so weiter und so fort, und meine Knie. So, das habe ich jetzt auch gerade angefangen zu nehmen. Da kann ich euch auch noch nichts dazu sagen, wie das jetzt wirkt. Auch das TB 500, das nehme ich also zusammen mit dem BPC 157. Und da mache ich mal auch irgendwann, wenn das jetzt mal in ein paar Monaten, ne, wenn ich mal so weiß, ob das jetzt funktioniert, dann machen wir da mal ein Video drüber. Ne? Aber okay, jetzt zurück zu meinen Supplements. Dann am Abend nehme ich Melatonin, 5 Milligramm zum Schlafen. Ich nehme Zink, 30 Milligramm Zink, auch direkt vom Bett. Das ist richtig gut für euer Immunsystem und euer Natural Testosteronspiegel und lalalala und viele andere Dinge. Und dann nehme ich nochmal 500 Milligramm Vitamin C, nehme dann Urinosink, auch nochmal für meine Prostata, aber es muss sein mit Beta-Cysesterol. Ihr könnt es auch getrennt nehmen, das heißt, ihr nehmt das Urino-Zinc Classic und dann extra Beta-Cysesterol, oder ihr könnt nehmen Urino-Zinc mit Beta-Cysesterol. Ne? Das ist also wirklich auch super, 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 wenn ihr irgendwelche Probleme mit der Prostata habt, so wie ich. Ne? So, also, das nehme ich dann auch. Lass mich mal kurz überlegen. Ja, das ist es. Nein, 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 das ist es nicht. Magnesium. Ich nehme 2 bis 3 Gramm Magnesium pro Tag. Ich hatte immer schon Schwierigkeiten, Magnesium in meinen Körper aufzunehmen. Das habe ich aber erst viel später erfahren. Wusste ich nicht. Und also jetzt nehme ich so 1 bis 1,5 Gramm am Morgen. Und dann dasselbe nochmal am Abend, direkt bevor ich ins Bett gehe. Es lässt euch auch besser schlafen, kommt ein bisschen besser runter, ist gut für viele Sachen, ne? Also für die Muskeln auch zu relaxen. Und das ist im Prinzip, sind meine ganzen Supplements, die ich dann pro Tag nehme. Und wie gesagt, ich rede von dem normalen Off-Season, vom ganz normalen, ne? Und das ist es dann auch. Beim nächsten Mal, in ein paar Tagen, werden wir dann darüber sprechen, über eine richtige Wettkampfvorbereitung, wie ihr das am besten macht mit eurer Diät, welche Supplements ihr dann extra nehmt, ne, um besser Fett zu verbrennen, und auch natürlich sprechen wir dann über die anabolischen Steroide, ne? Klar, die ich jetzt zurzeit nehme. Ich kann euch ja jetzt nicht hier bei YouTube sagen, oh, nehmt dies oder das oder das oder jenes oder wie auch immer. Ich kann euch nur über meine Erfahrungen und meine Erfahrungen mit anderen Athleten berichten bezüglich dieser Steroide und was am besten ist für eine Wettkampfvorbereitung. Okay, so, ich denke, wir haben das dann jetzt alles. Ja? Ja. Okay, so, also, das ist so im Prinzip meine Ernährung, meine Supplementation in der Off-Season, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht Kommentare und natürlich, wenn ihr meine Videos mag, shared meine Videos, abonniert zu meinem Channel, la 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 la. Ja, Ben ist okay, haben wir verstanden. Okay, Ben Wellen sagt bis zum nächsten Mal und Ben Wellen says